Willkommen zurück zum letzten Spiel in der Gruppenphase der Champions League. Und es geht auf jeden Fall weiter, das ist klar. Das ist aber eine unglückliche Trikotwahl. Kann man doch kaum unterscheiden. Ja, nehmen wir es halt so. Fortuna. Mit Legia haben wir schon einen Punkt geholt bei PSG. Und dann bin ich mal gespannt, was dieses letzte Spiel so bringen mag. Weil das ist wieder ein Spiel, wo beide Mannschaften recht ausgeglichen sind. Vielleicht qualifizieren wir uns ja noch mit Paok Saloniki. Aber da muss noch einiges passieren. PSV hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber wir müssen hoch gewinnen. Hoch gewinnen, um uns da noch zu qualifizieren mit Paok. Und der Anfang wird jetzt damit gegeben. Ach schade, das wäre ein perfekter Einstand gewesen, dieses Match. Was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Aber okay, ich hätte fast gesagt, aber mir soll es recht sein. Dass wir wieder gerade an einem Chancenfeuerwerk ablegen. Andolic hat sich verletzt. Ich glaube, das ist auf. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Also aktuell sind es drei Mannschaften, mit denen wir ins Achtelfinale ziehen. Und hoffentlich werden alle gegen andere Gegner gelost. Haben wir eine kleine Chance, dass es auch im Viertelfinale weitergeht. Irgendwie ist Legia erschreckend schwach. Oh Mensch, das wäre mal wieder so geil gewesen. Ah Mann. So wird es nix. Paok muss gewinnen. Das sei dazu gesagt. Jetzt durch so einen dummen Konter. Ja, nein. Sag mal, wir sind ja der Chancentod schlechthin. Jetzt geht's aber schnell ab. Und da wurde es wieder alles geblockt.
Komm, so ein spätes Tor in dieser Halbzeit wäre doch noch cool. Aber der Torwart, der hat auch schon gut gehalten, als wir mit Legia gegen PSG gespielt haben. So, es gibt 2 Minuten obendrauf. Und da wird es wieder abgefangen. So, ich schau mal geschwind nach, was hier abgeht. Nix. Nix auf meinem Handy. Aber insgesamt sind wir die einzige Mannschaft, die hier spielen. Mal schauen, ob das hier noch ein Sieg wird. Wäre unser 5. Sieg in 16 Parts, 14 Parts, ich habe keine Ahnung. Nicht vergessen, wir spielen jetzt auf das andere Tor. Also Ding, bei Dynamo Zagreb konnte ich mich ja noch damit anfreunden, dass wir das noch 1-0 verlieren. Aber hier sollte das beim besten Willen nicht passieren. Ich glaube, das hat sich jetzt unfreiwillig gereimt. Der Wahnsinn. Ha. Da schießt er nur den Nachthimmel raus, aber wir dürfen uns nicht dazu zu früh freuen. Sag mal, das ist auch dasselbe Stadion, das auch fürs Böllenfalltor ausgegeben wird. Okay, ich glaube, mit der Qualifikation wird es jetzt schon nichts mehr, weil dass wir jetzt noch Tore schießen, ist unwahrscheinlich. Letzten Endes setzen sich dann halt die klaren Favoriten durch. Nur ich würde hier gerne noch gewinnen. Verdammt nochmal. Ich hab schon gedacht, der geht rein. Das wäre so ärgerlich gewesen. Ja, wird wahrscheinlich die eine der wenigen Nullnummern werden. Beziehungsweise, glaube ich, die einzige Nullnummer. Zum Ende der Gruppenphase. Das geht anscheinend dann auch noch. Oh, ich hab schon gedacht, der lässt den Ball wegrutschen. Nein, so leicht machen die Herrschaften es uns hier nicht.
Komm, jetzt noch ein spätes Tor. Aber die Abwehr, die ist knallhart. Und dann war's das. 0-0. Wir waren deutlich besser, aber letztendlich gibt es da kein Resultat. So, bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt ausgelost wird zur nächsten Partie. Vielleicht eine kurze Zwischenanzeige, was es jetzt für Partien überhaupt gibt. Sonst gibt es hier wahrscheinlich eine ewig lange Liste mit Mannschaften, die ausgeschieden sind. Also, wir haben jetzt hier Dynamo Kiew gegen Manchester City, Dynamo Zagreb gegen Porto, Celtic gegen Shakhtar. Okay, sie haben vier Mannschaften geschafft. Und Young Boys gegen Real Madrid. Da gibt es wahrscheinlich Hin- und Rückspiel. Ja, das alles wird es bei mir geben. Da werden wir nichts mehr überspringen, weil es sind zu wenig Mannschaften weitergekommen. Also sicher noch großartig was auslassen könnte. Deswegen würde ich sagen, nächstes Mal geht es weiter mit Dynamo Kiew gegen Manchester City. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.